Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Videoanalyse von forexhome.de. Das ist die Videoanalyse des Tages. Heute geht es natürlich um den australischen Dollar gegen den Neuseeland-Dollar. Es ist vollbracht, womöglich. Ja, wir hatten ja lange Zeit darauf gewartet, dass wir hier diese ehemals gebrochene bärische Flagge bzw. diese gebrochene, markante, aufwärtsgerichtete Trendlinie berühren und dort uns einen schönen Einstieg holen und dann abprallen. Und ja, das ist passiert heute. Hier im H4-Chart sehen wir es sehr schön, hier oben der Peak bzw. der Spike knapp unter den 1,080. Das war ja so ein bisschen das Target, knapp drunter lag mein Sell-Limit. Da hatte ich Glück, dass ich es drunter gesetzt habe und nicht genau auf die Zahl, denn der Spike ging bloß bis dort hoch. Ja, seitdem sind wir schon ja, fast 100 Pip gefallen, beziehungsweise waren hier an der Spitze 100 Pip gefallen. Und natürlich befinden wir uns hier immer noch in dieser bärischen Flagge und das ist, beziehungsweise kann man ja auch ein bisschen anders zeichnen, so beispielsweise hier diese obere Begrenzungslinie. Das ist jetzt hier noch nicht durch, das Thema. Ja, das kann gut sein, dass wir hier nochmal einen Schub nach oben erleben, denn laut diesen Trendlinien haben wir noch etwas Platz, aber dieser Abpraller genau an dieser Zone, an dieser Clusterzone ist schon sehr, sehr bildgebend, beziehungsweise sehr, sehr schön, denn wir sehen jetzt hier im Daily Chart, genau, hier im Daily Chart sehen wir die aufwärtsgerichtete Trendlinie und ja, die hat er einfach mal super berührt, ein bisschen Puffer hat er ja gehabt, diese paar Pip, was waren das hier, ja, 16 Pip circa und jetzt kann es eigentlich bergab gehen. Was hier als Unterstützung noch im Weg ist, ist natürlich diese Zone des ehemaligen gebrochenen Daily 50er, 55er EMA. Diese Zone müsste noch mit durchgeschossen werden und gleichzeitig wäre das dann natürlich der Short-Durchbruch aus dieser bärischen Flagge oder vermeintlich bärischen Flagge aus diesem kurzfristigen Aufwärtstrend. Und ja, ich würde jetzt noch keine Position weiter dazu nehmen in die Short-Richtung, sondern ja, die obere erstmal Break-Even setzen, beziehungsweise dann hier den Ausbruch abwarten. Ja, der dürfte ja hier durchgehen. Dann den entsprechenden Retest dieser Zone, kann ja auch sehr schnell gehen, muss ja nicht hier diese riesen Pip-Zahl runtergehen. Und dann hier erst wieder den neuen Short-Einstieg wagen, kann man dann natürlich hier ein bisschen Pufferzone wieder nehmen. Vielleicht überschneidet sich das dann mit einem schönen Fibonacci-Retracement, wenn wir dann diese Abwärtsbewegung hier haben und die sich nach, langsam nach oben kämpft, dann beschäftigen wir uns damit. Jetzt für den Moment erstmal keine neuen Shorts, denn wie gesagt, wir sind hier momentan im Niemandsland. Es kann auch gut und gerne sein, dass ihr etwas Unterstützung findet im Bereich der 1,06680 bzw. auch hier beim H4 50er, 55er EMA, diese untere Trendlinienbereich, und dann nochmal hochschießt. Das kann gut und gerne sein, sollte sich der Aussie beispielsweise heute auch nochmal ein wenig erholen, und das kann ja gut und gerne sein. Stopzone für weitere Longs sollte er jetzt im Zuge der heutigen Bewegung nochmal hochkommen, bleibt natürlich hier diese Zone über ca. 1,0870 ca. Also wenn es hier drüber geht, beziehungsweise über die Zone 1,0940, dann müssen wir uns sicherlich Sorgen machen, denn dann sind wir wieder im Bereich dieser gebrochenen Double- oder Triple-Top-Formation und dann könnte es hier durchaus weiter long gehen, aber das ist noch unheimlich viel Platz, also da müsste er heute nochmal einen Schub machen von über 260 Pip und aufgrund des wirklich sehr, sehr schwachen Aussie im Moment dürfte das eigentlich nicht der Fall sein. Also Augen auf für diese Zone, die muss brechen, machen wir es nochmal mit einem Dreieck fest, beziehungsweise einer Markierung und dann an dieser Trendlinie irgendwo der Retest, den wir dann letztendlich zum Nachkaufen oder zum Nachverkaufen in die Short-Richtung nutzen wollen. Targets bleiben natürlich im langfristigen Bereich natürlich erst einmal die Projektionshöhe dieser Flagge, die hatten wir nicht ganz erreicht, das wären hier circa diese 1,0290, das wären von hier aus gesehen nochmal 400 Pip, die wollen wir uns schon holen und dann langfristig stehen natürlich hier diese 0,9670 oder 0,97 sowas im Raum, also die Projektionshöhe der Flagge plus diesen Abwärtstrend, der zu ihr geführt hat. Das ist auch ein schönes Fibonacci Expansion Level. Schauen wir es uns mal an, und zwar nehmen wir hier diese Abwärtsbewegung, dann natürlich das Tief und letztendlich die Hochs und kommen hier auf den Bereich des 150er Fibonacci Expansion Levels und das ist ab jetzt noch ca. 1000 Pip entfernt und diesen Trade wollen wir langfristig haben. Das war ja von hier oben sind es dann fast oder sind's 1100 Pip und das war ja der Plan. Also das wird hier ein langfristiges Thema werden, aber natürlich können wir uns auch hier von Expansion zu Expansion kämpfen. Wir sehen es auch in diesem Moment
beziehungsweise ist hier dieses 61,8er-Level an dieser wichtigen Breakout-Zone. Also hier sollte schon mal Reaktion kommen. Also wenn er dieses Level, dass er hier nochmal hochgeschnellt ist, ist okay, das ist klar, ist ein 61,8er-Retracement, aber jetzt sollte er natürlich was zeigen in dieser Woche oder nächste Woche dann spätestens. Hier weiter ausbrechen, so ist schon der Plan, und dann kann man sich natürlich auch kurzfristig hier, diese Retracements sind ja immer, diese Expansion Levels sind ja immer so 150 Pip circa. Was haben wir hier? Hier sind es ja über 200 Pip. Das kann man schon mal so für Intraday-Sachen nehmen oder für ein paar Tage für kurzfristige Trades, für kurzfristige Setups. Kein Problem. Aber wie gesagt, für uns erstmal jetzt hier dieser langfristige bzw. mittelfristige, dieses mittelfristige Setup im Fokus. Long-Seite haben wir gesagt, alles was über diese ehemalig gebrochene Neckline geht, wird problematisch in die Short-Richtung. Aber ob das dann natürlich gleich der Long ist, müssen wir sehen. Da müsste schon einiges passieren. Da müssten wir ja auch den Weekly 50er, 55er EMA durchbrechen, testen und dann nochmal hochkommen. Wir haben es ja hier gesehen, hier haben wir ihn auch durchbrochen. Und zwar gleich zweimal und dann sind wir wieder gefallen. Also die Erfahrung lehrt, dass einfach der Aussie bzw. der australische Dollar schwächer ist als der Neuseeland-Dollar und dementsprechend sollte es hier weiter bergab gehen. So viel dazu. Ich wünsche wie immer viel Erfolg mit dem Setup. Kurzer Hinweis auf meine Seite, wo ihr das Video findet. Wie immer wird es dann hier auf der Startseite sein, bei Videoanalyse des Tages. Und im Live-Ticker wird es zu finden sein, beziehungsweise auch Videoanalysen des Tages in dem Reiter hier oben und im Live-Ticker-Archiv, beziehungsweise bei den Videoanalysen direkt bei dem Paar. Das wäre ja dann NZD-Paare hier der Aussie bzw. Australische Dollar NZD. Wie immer zum Schluss der Chart. Ich sage viel Erfolg, einen schönen Tag und sage Tschüss.